mal jetzt mal zu ein Video zu einem wichtigen Thema, also ein wichtiges globales Thema, was uns alle betrifft, worunter wir alle zu leiden haben, zumindest mit Konsequenzen zu rechnen haben. Also es betrifft ja wirklich die Gesellschaft. Also wir fangen mal so an. Wir hatten ja alle eine Weltwirtschaftskrise miterlebt, nicht wahr? Was dann so ausging, dass halt der Staat für die Folgen der Banken aufgekommen ist, weil ja immer so argumentiert wurde, man durfte die Banken jetzt nicht fallen lassen, sonst wäre dieses System in sich zusammengefallen. Ne? So, was haben wir noch? Wir haben zum Beispiel eine Arbeitsmarktsituation, wo viele keine Festanstellung bekommen, wo viele für weniger Geld arbeiten, obwohl die Konzerne viel, viel mehr Geld haben, das aber nicht in die Arbeitnehmer stecken. So, jetzt gibt es ja viele, die so argumentieren, ja, es ist ein Zeichen der Zeit oder es ist halt irgendwie festgelegt, man kann das nicht ändern oder auch unter bestimmten Sachen müssen wir halt leiden, die dürfen wir nicht aufgeben, weil es bricht alles zusammen. Ich würde wahrscheinlich das auch so denken, dass die Welt halt so komplex ist, dass es immer eine Gruppe gibt, die mit den Konsequenzen zu kämpfen hat, also dass es halt eine geschichtliche Entwicklung hat. Nun, gibt es aber von Noam Chomsky das Buch Haben und Nichthaben. Und zwar hat der gute Chomsky in diesem Buch endlich mal, ich weiß gar nicht, ob das noch jemand anderes getan hat, endlich mal eine Definition geäußert oder geschrieben für Neoliberalismus, was das eigentlich ist. Und zwar lautet die Definition, dass also Neoliberalismus per Definition bedeutet, der Profit wird privatisiert, die Schulden sozialisiert. Das heißt, dass die Gewinne in die Konzerne gesteckt werden, während die Schulden, die die Konzerne machen, vom Steuerzahler getragen werden müssen. Wenn man das jetzt bedenkt, oder das im Hinterkopf behält und mal über die Weltwirtschaftskrise nachdenkt und wie die Politik damit umgegangen ist oder wie die Politiker sich dazu geäußert haben, dass das ja so gemacht werden muss, dass der Staat die Banken retten muss, und dann sieht das alles schon mal ganz anders aus. Das bedeutet nämlich im Endeffekt, dass alles richtig gelaufen ist. Also es ist so gelaufen, wie es hätte laufen müssen. Und wenn wieder mal so ein Problem ist, werden sie es wieder tun. Denn diese Doktrin des Neoliberalismus bedeutet ja auch, dass es Handlungen geben muss, die dieser Doktrin gerecht werden. Das heißt, absichtsvolles Handeln, damit auch die Ziele der Wirtschaftsbosse erreicht werden müssen. Ne? Das heißt, wir sind jetzt mit einem Wirtschaftssystem konfrontiert, das ziemlich viele Konsequenzen hat für viele Menschen in der Gesellschaft, vor allen Dingen für die, die weiter unten sind. Und dass das halt auch festgelegt ist, also dieses durch das System festgelegt. Und das ist halt auch deswegen festgelegt, weil das auch gewinnmaximierend sein soll. Das Handeln bedeutet Gewinnmaximierung. Und man verlagert das halt, erinnert mich auch ein bisschen an solche Leute, also Firmen wie Amazon, Apple, die ja deswegen steuerbefreit sind, weil sie halt noch Tochterfirmen haben, an die sie die Gewinne abzweigen. Und da die Gewinne dann geringer sind, haben sie auch einen geringeren Steuersatz zu zahlen. Erinnert mich irgendwie daran. Und die Mitarbeiter sind Niedriglohn, sind Lohndumping unterworfen und arbeiten für einen Dreckslohn. Ja, deswegen wollte ich dieses Video machen, um euch mal klar zu machen, wir alle, jetzt mit übertrieben sagt, wir alle leiden unter einem Wirtschaftssystem, was gezielt das auch verfolgt. Und wie soll ich sagen, das ändert so einiges. Also so einige Dinge, die so aussehen, als wäre das Ergebnis jahrelanger Entwicklung, wie auch immer. Nee, das ist so gewollt, das ist so festgelegt. Und das ändert schon einiges, weil dann wird auch die Unverfrorenheit doch irgendwie deutlicher, ne? Wie gesagt, es ist alles der Mensch, was er tut. Alles, was passiert, wird vom Menschen gemacht. Auch die Konsequenzen. Das heißt,
Man legt es teilweise darauf an, dass die Situation jetzt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Hier, man hat es darauf angelegt. Weil ja die Leute, die. Es gibt halt Leute, die profitieren davon, es gibt Leute, die profitieren nicht davon. Und das System ist halt von denen konstruiert worden, für die ist die, die halt davon profitieren.